Wir sind nach Route 286. Herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! GX Part 76. Und jetzt kommt aber wirklich 76. Ich habe mich vorhin fast versprochen, deswegen. Und jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. So. Tja. Tut mir leid, nix da. Dein Gegner hat Monsterkarte gewählt. Oh, tut mir leid, Miss Fontaine. Leider Zauberkarte. Willst du es riskieren? Du bist bescheuert, Alter. Warte, Belastungsprobe. Tut mir leid. Ja, jetzt liegt sie richtig. Schön blöd, gell? Wenn jetzt die Karten nicht mehr auf dem Friedhof landen. Die Monster, wenn die Monsterkarten alle aus dem Friedhof komplett zum Ding raus, zum Teufel sich zum Teufel scheren. Schon blöd, gell? Tja. Das tut mir leider nur nicht leid, dass sich deine Karten zum Teufel scheren. Die zieht. Okay. Komm. Na, ich muss gleich diese noch zusätzlich mit so. Sauber. Perfekt. Deine Karte geht auf die Hand zurück, Alter. Tja. Damit hast du leider Pech gehabt. So. Diese verdeckt aufs Feld. Ja, das ist gut. Deswegen finde ich jetzt die Karte. Deswegen finde ich jetzt die Zauberkarte des Schmerzes. Die habe ich zweimal in echt. Die ist geil. Und ich hole es mir trotzdem mal, weil es eine gute Karte ist. Aber ich finde es klasse mit der Karte einfach. Eher in dem Spiel, weil du nämlich damit den Schaden an den Gegner weiterleiten kannst. Wenn du zum Beispiel einen Gegner angreift, der hat 3000 oder 5000 Punkte, er greift dich an. Kannst du die Karte aktivieren, dann wird es an den weitergeleitet. Das ist so Hammer. Taendo. Alles klar. Wenn du angreifen willst, greif an. Mhm. Ja, bestimmt nimmt sie jetzt diesmal ein Monster oder der Zauber. Ah, diesmal hat sie ein Monster genommen. Ich habe gewusst, entweder Monster oder Zauber spielt sie, dann nimmt sie dann. Aber egal. Dafür geht sie durch. Und 5 Punkte. Yay! So wird es ein bisschen interessanter. Ja, ja, greif ruhig an. Nee. Ich fahr Monster los wenigstens, das ist auch gut. Das ist einfach das letzte Duell, das letzte, was ich für heute mache, den letzten Part, und dann geht es hier morgen wieder weiter. Weil
Okay. Und jetzt ist diese Verteidigungsposition und ich beende hiermit schon mal meinen Zug. Das war's. Ta, Ende. Genau, dann fliegt die hier schon mal weg. Anmutiger Würfel ist aber auch nicht schlecht, die ist auch cool. Weil das erhöht wenigstens meine Angriffspunkte, was ich gut finde. Was ich sehr gut finde in dem Sinn. Wenn man, das kommt ja auf die gewürfelte Zahl an, weil wenn ich Ding wird mit irgendwas multipliziert, mit meinem Punkt wahrscheinlich multipliziert und dann geht's so hoch. Oh ja, perfekt. Das hat sie super gemacht. Damit verliert sie 2000 Lebenspunkte jetzt. Das kann mir nur recht sein. Du verlierst 2000 Lebenspunkte. Ab ins Deck damit, ne? Und? Das sind schon mal die ersten 1000. Und das sind die nächsten 1000. Noch eine Zauberkarte und du verlierst die nächste 1000 Punkte. Danach die nächsten 2000 Punkte und das Game Over. Also, dann nehme ich nur dann nicht mehr so viel hat, deswegen. Und wen greift schon? Komm schon, Fontaine, wen greift schon an? Mach ruhig. Ich lasse den Angriff mal durchgehen. Aber wir verlieren nochmal neue Punkte. Tja, aktivierst du eine Zauberkarte? Dann erledigst du dich selber. Komm, greif ruhig an. Nein, ich lasse auch wieder durchgehen. Das ist wirklich einfach kein Problem mehr. So. Mal gucken, was passiert, ob du nochmal angreifst oder ob du deine. Karten irgendwie durch eine. Die Karte war in dem Sinne richtig gut, weil dadurch den ihre Monster alle aus dem Spiel fliegen. Moment, eine Zauberkarte. Ah ja, okay, die spielt bestimmt wieder eine Zauberkarte. Die spielt bestimmt wieder ihre Zauberkarte, dann ist vorbei. Ah ne, die ist nicht so blöd. Alles klar. Dann verliert deine letzten Punkte, komm. Oh, 300 Punkte hast du noch übrig. Glück gehabt. Erst die wagt es nicht nochmal, jetzt ist die Zauberkarte zu spielen mit den wenig Punkten, was er die linkt. Sie kann mit den wenig Punkten gewinnen, aber ne, nix da. Damit ist sie leider total verkehrt. So. Taendo. Ja, ich weiß, dein Spielzeug, Alter. Was machst du jetzt? Greifst du an oder was machst du? Mädel. Ja, du löscht dich selber aus. Perfekt. Gut gemacht. Alter, also, du weißt, dass ich Fallenkarten da drauf habe, wenn du Zauberkarten aktivierst und dann vernichtest du dich selber. Wie kann man so hohl sein? Guck. Deswegen finde ich die Karte einfach so cool. Ich finde die Karte einfach nur cool. Das ist der. Ich finde den Effekt nur ein bisschen scheiße gemacht, dass das für beide Spieler giltet. Und nicht nur für einen, nicht nur für den gegnerischen Spieler. Das ist schade. Aber egal, schließlich haben die sich dabei gedacht, dass es für beide Gegner und für beide Spieler giltet, weil eine Fairness entstehen soll. Weil wenn einer die schon spielt, ja, dann soll er auch damit bestraft werden, als wenn. Ding ist. Rettungskatze, what? Wie, ich hab von der eine. Von der eine. Cool, das ist noch nie passiert, dass ich eine Karte von der erhalten habe. Okay. Puh. Dann.
Wir sollten schon, ob ich bald meine 1000 wieder zusammen. Ah, okay. Mehr ging's hin, nicht. Aber Schlafsaal auch nicht. Ich tue dann schon mal hier speichern. Jop. Noch nicht, aber ich gehe dann erstmal zum Slifer Schlafsaal zurück und weil ich was gucken will, wie es bei Alexis aussieht, weil dann verlasse ich das Spiel auch nämlich. Mal gucken, ob sie schon langsam ein Herz gebildet hat. Oder wie lange es halt noch dauert. Datenbank. Liste der Duellanten. Bitte, da bitte ich drum. Okay, ich muss noch eine Weile mit ihr reden. Und alles, dann muss ich mir wieder die Herzen zusammenholen. Weil so bringt das jetzt gerade gar nichts. Das ist Mist jetzt hier. So, gut. Dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht.